Ich hatte die Drehorte schon in den Drehbüchern beschrieben. Das eine war halt Innenstadt Jerusalem, also richtig in der Fußgängerzone, Jaffo Street. Das war geklärt. Dann wollte man ein Dach auf der Altstadt haben, sodass man eben mal nicht in den Gassen der Altstadt ist, sondern tatsächlich auf den Dächern der Altstadt, um tatsächlich auch mal einen völlig neuen Blick auch auf Jerusalem zu haben, was man als Tourist ansonsten nie haben würde. Da haben wir halt lange gebraucht, bis wir ein Dach gefunden haben, was wirklich aufregend war, was wirklich super spannend dieses ganze Chaos und diesen Wahnsinn von der Altstadt irgendwie reflektiert hat. Und dann wollten wir an der Mauer drehen, an der israelischen Mauer in Ostjerusalem. Das war schon problematischer. Und am allerkompliziertesten war es, das Parlamentsgebäude in Abu Dis zu bekommen, in dem die vierte Geschichte Angst spielen sollte, weil dieses Gebäude A noch eine Bauruine ist und B von Palästinensern verwaltet wird. Und die fanden das nicht so witzig, dass wir dort eine Geschichte spielen lassen wollten mit der Auferstehung von Arafat.